Und liebe Freunde des Rollenspiels, herzlich willkommen zurück zu einer neuen und höchstwahrscheinlich letzten Aufnahmesession. Ihr hört richtig, von Let's Play Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Warum stehe ich gerade neben ihm? Ich wollte euch nur mal zeigen, der links übrigens, das bin ich im heute, wo ich aufnehme, fix und fertig von der Arbeit. Nein, Spaß beiseite, alles gut. Ich habe ein paar Trophäen geholt, die übrigens auch Errungenschaften sind, so ganz nebenbei. Und zwar, wie ihr seht, alle sind Level 99. Fangen wir an mit der... Also ich werde übrigens den Text einheitlich vorlesen, weil das ist immer derselbe Text, nur bei den Charakteren und der Name davon variiert. Erstklassige Kampfkünstlerin, unerreichter Unterhalter, schneidiger Senior, virtuose Heilerin. Für den Aufstieg Jades, Rionaldos, Bodos und Serenas auf die höchstmögliche Stufe. Ja, das sind die Trophäen, die wir bekommen haben. Außerdem habt ihr vorhin gesehen, bevor dieser Part hier regulär anfängt, wir haben die letzten Anleitungen geholt, die ich dummerweise vergessen habe. Ja, okay, kann man mir vorwerfen. Man kann es auch sein lassen. Ihr seht, uns fehlen nur noch 4 Stück. Und das sind die 4 Stück aus Klatschmandu. Also ihr merkt, Freunde, auch die Monster seht ihr ja schon. 660 von 662. 2 Monster fehlen uns noch und das ist Kalasmos plus sein direkter Untergebener. Ja, ihr wisst also, was es bedeutet, Freunde. 2 Prüfungen in Klatschmandu müssen wir noch machen. Außerdem noch ein bisschen schmieden. Und dann ist der Endkampf dran. Ja, dann wollen wir mal, würde ich sagen, wa? Willkommen auf dem Platz der Disziplin, Lichtbringer. Nun denn, welche der Prüfungen des Pfads der Drangsal wollt ihr in Angriff nehmen? Ich würde sagen, die 4. Prüfung, die geht noch einigermaßen, aber die letzte hier, die ist scheiße. Das sage ich euch, die ist sowas von scheiße. Wir nehmen die hier. Tödlich, oh Gottes Willen. Also da gehen wir hin, auf jeden Fall. Tödliche Metalle klingt stark nach etwas für Eric, wenn ich ehrlich bin. Hier nehmen wir mal Rionaldo und Hendrik. Hier kommen Veronica, Opa und Serena. Das heißt, die Metalle gehen an Jade und Eric. Ich probiere es mal so. Mal sehen, ob das klappt. Ich bin gespannt. Möchtet ihr die Herausforderung mit dieser Gruppe beginnen? Ja. Ja, dann möge die 4. Prüfung beginnen. Ich bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Alles klar, jetzt weiß ich schon mal, warum das so ist, wie es ist, ja? Aggressionstraining. Au. Der zieht sich in sein Panzer zurück. Frechheit. Opa, mach mal Garutz, bitte. Ja, war irgendwie klar. Serena, mach mal schwuppdiwupp. Vielleicht klappt das ja. Hat tatsächlich bei ein paar Monstern geklappt. Nicht bei allen, aber bei einigen. Opa, hast du irgendwas für alle außer Kamikaze? Mach mal Clear, komm. Bisschen planlos hier, aber egal. Es wird schon irgendwie. Brausaus auf den Königsschleim. Kommt jetzt halt so ein bisschen auch drauf an, wie wir uns jetzt noch anstellen. In diesem Kampf. Ja, das hat gereicht, würde ich mal sagen. Ihr habt bislang 6 Aktionen ausgeführt, aber eure Prüfung hat gerade erst begonnen. Ihr dürft euch noch nicht ausruhen. 20 Züge mindestens. Oh weia. Ich wusste, dass ich euch brauchen werde. Eric! Volltreffer! Das ist was für Eric. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie sonst richtig Züge fressen. Aber richtig Züge fressen. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Okay.
Tja, Blitzstoß dann, ne? Jade, ich bin begeistert. Wie schön ihr Haar auch gerade flog. You ready for this? Ich bin begeistert. Was ist denn da los? Ihr habt bislang 10 Aktionen ausgeführt. Bleibt wachsam. Euch steht noch einiges bevor. Was kommt jetzt? Ich dachte jetzt Spielabsturz. Das wäre es jetzt gewesen. Oh weia. Ich hätte Jade mal hier mitnehmen sollen, wa? Ich glaube, das wäre besser gewesen. Oh. Das war aber nicht sehr nett. Ja, mach mal blinde Kuh. Steht immer noch. Oh, ich wusste doch, dass da irgendein Haken war da doch dran. Gut, dass die beiden keine Magie anwenden. Ja! Welcher war das jetzt? Ich hab's jetzt vergessen. Ich glaube, der blaue war das. Ich glaube, der blaue war das. Den müssen wir unbedingt umhauen. Welcher ist denn das? Ich sehe das nicht. Ach, das ist der. Dann müsste das der hier sein. Ja, weg ist er. Oh, ey, ich glaub's nicht. Ja, wir können uns alle gegenseitig heilen. Ja, vielen Dank auch. Super. Das wollte ich jetzt nicht hören. Oh, oh, das wird knapp. Wie war das? 20 Aktionen? Das wird knapp. Das wird sehr knapp. Freunde der Sonne, das wird sehr, sehr knapp. Warum macht er so wenig Schaden? Das verstehe ich nicht. Wieso macht er so wenig Schaden? Ich sehe schon, Hendrik muss das Ding reißen. Tödlicher Kuss. Darling! Ich glaube, das wird nichts mit 20 Aktionen. Ha! Ja, alles klar. Vergiss es. Können wir gleich abhauen. Das hat sich erledigt. Das war zu viel. Ja, ja, ja. Das war zu viel. Das war gar nicht gut. Ja, ich weiß. Ja, bla, 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 bla. Danke. Kannst mich auch mal kreuzweise. So. Ja, Entschuldigung. Aber wie gesagt, wenn du das vorher nicht weißt, ist das scheiße. Also brauchen wir tatsächlich hier Jade. Gut. Schön, dass wir das dann auch schon mal wissen. Also. Opa hätte ich hier eigentlich gar nicht gebrauchen können. Aber ist egal, ich nehme Opa trotzdem mit. Also Veronica, Opa und Serena. Hier kommt auf jeden Fall Eric mit. Und Hendrik. Nehmen wir Hendrik mit, ist ja egal. Nee, Quatsch, Ronaldo. Komm, dann nehmen wir Ronaldo mit. So. Ja. Dann kommt hier Jade und Hendrik. Und wir kommen als letztes. So, jetzt müssen wir es aber hinkriegen. Jetzt aber richtig hier. Boys and Girls. Erstmal Aggressionstraining. Autsch. Opa, versuch mal, mach mal clear. Ja. Schön, dass sie sich einen schmerzlindernden Regen um die Ohren hauen. Finde ich toll. Finde ich nicht nett. Mhm. Mach mal ruhig. Sorry. Okay, bei ein paar funktioniert es, bei ein paar funktioniert es nicht. Okay, Veronica, los geht's. Der beste Zauber, den sie hat.
4 Aktionen. Na. Jetzt kommen die metallenen Arschviecher. You're wide open. Sehr schön. Au. Ein Punkt vor allen Dingen. Süß. Schön, dass das mal umgekehrt ist. Mörderische Nee, komm. Ich wollte eigentlich sowas haben wie Metallhieb. Du hast auch einen Metallhieb. Genau, da. Naja. Da muss ich zugeben, da hat mir Jade aber besser gefallen. Aber ich brauche Jade leider gegen die Gnome. Leider. Ja, natürlich. Oh, jetzt darf Eric nicht... Oh, scheiße. You ready for this? Okay, er trifft. Oh, ist aber nicht sehr nett von dir. Ja, scheiße, was mache ich hier? Er hat keine wirklich... Doch, die hier hat er. Die ist stark, ja. Aber seine restlichen Attacken sind irgendwie so... Meh. Ich habe immer Angst, wenn er den Volltreffer macht, dass er daneben schlägt. Aber trotz Halluzination hat das geklappt. Sehr schön. 9 Aktionen. Okay, weiter. Ist übrigens die Nacht-Edition. Wir spielen im Spiel. Also im Spiel ist wohl gemerkt Nacht. Und auch im Real Life ist Nacht. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Ich dachte, der hat jetzt ernsthaft Erfolg. Ja, der kann es ab. Er beschützt seine Königin. Wie es sich für einen tapferen Recken gehört. Mach ruhig mal blinde Kuh, komm. Oh, oh. Gut, dass keiner von den beiden wirklich Zauber hat, die gegen feindliche Kreaturen sich richten. Oh, ey. Das gibt's nicht, ey. 2 von denen können einfach mal die Wiedergeburt, ey. Das kann doch echt nicht angehen. Sag mal. Spinn's ja wohl. Mann. Glaube ich ja wohl nicht. Haut man den gerade um, steht er gleich wieder auf. Super. Ich verschwende schon wieder etliche Aktionen. Was soll denn das? Ja, das geht ja noch. Der pennt. Und jetzt hau den um. Ich glaube, ich hätte Opa hier mit reinsetzen müssen. Echt. Ich glaube, Opa wäre besser gewesen. Well, hello. Jade und Opa. Ich glaube, das wäre eine bessere Kombi gewesen. Na, wie viel habe ich noch? 17 Aktionen. Okay. Ich soll jetzt in 3 Aktionen die tödlichen Titanen besiegen. Wie soll ich das denn machen? Ja, gut, ne? Komm, mach Schwertanz. 1027, schon mal gut. Also, wenn ihr jetzt jeden Angriff 1000 Punkte abzieht, ja, da besteht durchaus Chancen, dass er platt ist. Okay. Du hast die 4. Prüfung bestanden, ja. Mit 19 Schlägen. Eine beeindruckende Leistung, Lichtbringer. Ihr habt die 4. Prüfung erfolgreich bestanden. In Anerkennung der Tatsache, dass ihr die 4. Prüfung zum ersten Mal erfolgreich bestanden habt, möchte ich euch diese Belohnung überreichen. So ein Glück. Lars erhält eine Hand der Disziplin. Na, herzlichen Glückwunsch. Und wie effizient habt ihr euch eurer Feinde entledigt? Mal sehen, wie viele Aktionen ihr ausgeführt habt. So, nur 19 Aktionen. Eine lobenswerte Leistung, in der Tat. Aber vom Lichtbringer hätten wir auch nichts anderes erwartet. Nee, ist klar. In Anerkennung der Tatsache, dass ihr nicht mehr als 20 Aktionen gebraucht habt, um den Sieg zu erringen, überreiche ich euch hiermit diese Belohnung. So ein Glück, Lars erhält eine Drachenlederjacke. Geil. Lars erhält ein Anleitungsbuch mit dem Titel Drachensachen zum Selbermachen.
Lies es von der ersten bis zur letzten Seite durch und lernt den unglaublichen Inhalt auswendig. Lars lernt einen Drachenschwing-Talisman herzustellen. Lars lernt ein Erddrachenauge herzustellen. Lars erhält ein Anleitungsbuch mit dem Titel Xenlon-Kollektion. Er liest es von der ersten bis zur letzten Seite durch und lernt den unglaublichen Inhalt auswendig. Lars lernt einen Xenlon-Haarring herzustellen. Ein Xenlon-Kleid herzustellen. Für Jade übrigens. Das ist Jades letztes Outfit. Herzlichen Glückwunsch. Die letzte Prüfung steht euch nun zur Verfügung, falls ihr sie in Angriff nehmen wollt. Ja, muss ich ja wohl. Solltet ihr je erneut versuchen wollen, den Vater Drangsal zu beschreiten, dann müsst ihr nur fragen. Schrottpresse für jene, die mindestens 30 Metallmonster besiegt haben. Okay. Wir haben 30 Metallmonster besiegt. Was halte ich denn davon? 30 Metallmonster? Ja gut, okay, die Hände. Die drei Hände da. Zweimal. Sechs Hände. So viele Monster hatte ich doch noch. Okay. Ja, die letzte Prüfung ist richtig für die Tonne, weil da mischt sie nämlich mit. Mhm. Und das macht die Prüfung leider extrem schwer. Leider. Willkommen auf dem Platz der Disziplin-Lichtbringer. Ja, das kennen wir ja schon. Die letzte Prüfung, ja. Orichalkum, fasst ihr ein Erz? Genau. Göttliche Gewandung. Ich glaube, das ist das für Opa. Und Orichalkum, fasst ihr ein Erz, ist, glaube ich, das Anleitungsbuch, wo die imperiale Klinge mit drin ist. Meine ich, weil die brauchen wir auch noch. Die müssen wir auch noch schmieden. Außerdem Stab des Feenkönigs sowie ein strahlendes Schwert. Und wir müssen das in mindestens 30 Zügen schaffen. Ach du Scheiß. Wie war das denn noch? Also hier weiß ich auf jeden Fall, dass Veronica und Serena zusammen müssen. Das weiß ich. Ach du Scheiße, wie war das denn? Pandoramonium. Das klingt so nach dieser blöden Truhe. Das ist blöd, wenn man die Gegner vorher nicht... Wenn man das nicht mehr weiß. Das ist das Fiese jetzt. Die Saat der Verdammnis. Scheiße, das kann echt alles sein. Wolkenwahnsinn. Das kann nur diese Nebelviecher sein. Setzen wir da mal Jade und Opa ein, würde ich sagen. Pandoramonium. Leute, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Pandora, es war irgendwie was ganz Fieses dabei, obwohl die sind alle fies, weil eben halt Mutti da mitmischt. Also die Großmeisterin Peng, die mischt mit. Das ist das Fiese an dieser Prüfung. Die Saat der Verdammnis. Das kann wirklich alles sein. Ich glaube, hier werde ich richtig hängen. Aber richtig. Auf jeden Fall weiß ich, dass das hier richtig ist. Das weiß ich. Keine Ahnung. Gut, dann machen wir das folgendermaßen. Ronaldo und Hendrik hier rein und wir mit Eric hier. Ob es jetzt richtig ist oder nicht, sehen wir, wenn das Licht angeht. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ja, komm. Ja, genau. Gegen sie persönlich. Dann sollte sie den Verdacht hegen, dass ihr euch nicht hundertprozentig einsetzt, bekommt ihr den vollen Zorn ihrer Handdisziplin zu spüren. Ja, vielen Dank auch. Genau, sie ruft nämlich die Monster. Das ist das Fiese daran. Sie ruft die. Das heißt, wir müssen die Monster schnellstens umhauen, bevor sie neue ruft. Ich hasse es. Opa, sorry. Super. Einer bleibt sogar noch übrig. Ja, toll. Hat sich schon erledigt eigentlich. Es hat sich schon erledigt. Ja, alles klar. Können wir schon rausgehen. Hat sich erledigt. Ja. Es muss first try klappen. Und genau das ist das Problem. Es muss first try klappen.
Sonst hast du gleich ein Problem. Das ist das Fiese an dieser Prüfung. Es muss sofort klappen. Ich nehme mal Hendrik und Jade mit, so. Weil Jade hat das wirklich gut gemacht. Muss ich wirklich sagen. Gut, dann Veronica und Serena hier. Machen wir hier mal Eric und Opa? Oder Opa und Rionaldo? Ich probiere jetzt einfach mal die ganze Palette aus hier. Ich habe echt keine Ahnung. Aber ihr merkt, Klatschmandu ist nicht mal eben so. Das ist, da gehört schon ein bisschen was dazu. Ja, die überleben beide leider. Okay, das ist in Ordnung. Solange die beiden pennen, ist das okay. Dann kann Jade sie möglicherweise mit dem nächsten vernichtenden Schlag aus dem Weg räumen. Der Schattenwerfer hat nicht mal einen richtigen Schaden abgekriegt. Scheiße. Komm, hau ihn um. Hau ihn um. Er steht immer. Ist nicht wahr. Ja, damit kann ich schon rausgehen. Dankeschön, du blöde Sau. Dankeschön, Entschuldigung, aber das musste ich raushauen. Genau, das ist die Scheiße an dieser letzten Prüfung. Sie mischt sich ein und das ist der große Scheiß. Und ja, dafür kriegt man eine Errungenschaft, wenn man es schafft. Großes Kino, echt. Soll ich doch nochmal Opa mitnehmen? Ich mach's nochmal mit Hendrik. Klingt auch verkehrt, aber ihr wisst, wie ich das meine. Machen wir es so. Ja. Bla, bla, bla. So, Jade. Femme fatale. Ich hoffe, die beiden pennen wieder ein. Einer von denen pennt ein. Okay, bei Jade ist das gar nicht so schlimm. Weil Jade wird sowieso... ne? Hendrik hat, glaube ich, einfach das falsche Schwert, wenn sie ein anderes Schwert haben, wahrscheinlich. Entweder liegt es daran oder es hat einen anderen Grund. Die beiden sind kein Problem. Der hier ist das Problem. Blinde Kuh. Ja, komm, dann mach den zweiseitigen Hieb. Der lebt immer noch. Das ist unglaublich. Der lebt immer noch. Und ich kann schon wieder rausgehen. Yay! Ich hasse diese Prüfung. Ich hasse diese Prüfung. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe sie früher nicht ohne Hilfe geschafft. Muss ich wirklich sagen. Also es kann auch gleich sein, wenn es mir zu blöd wird, dass ich dann wirklich Hilfe zu Rate ziehe. Ist mir dann auch scheißegal, wie die Reaktion dann ausfallen, weil, nö, ich will das schaffen heute. Schnauze voll, echt. Weil davor, genau davor hatte ich Angst, vor dieser Scheißprüfung. Ich hasse die. Echt. Und es gibt in der S-Version eine, die ist noch schlimmer. Noch schlimmer. Die habe ich übrigens überhaupt nicht geschafft, weil da habe ich gemerkt, ach du Scheiße, hast ja überhaupt keine Sonne, habe ich gleich gelassen. Habe ich gedacht, nee, komm, das kannst du gleich vergessen. Wie soll ich das denn? Alter. Ich darf die beiden vorher nicht töten. Erst muss der eine in der Mitte weg. Das heißt, Jade muss wahrscheinlich einmal aussetzen, oder was? Das sind halt ihre besten Angriffe. Das ist halt das Blöde. Das sind ihre besten Angriffe. Und die beiden sind maximal hoch gelevelt, Leute. Der macht nur 771 Schaden, ey. Unfassbar. Guckt euch das an. Der hat nicht mal. Der ist nicht mal gefärbt. Nicht mal. Der schwebt doch nur noch lustig vor sich hin. Ja, interessiert mich nicht. Unfassbar, ehrlich. Das hättest du mal vorher machen können, Hendrik. Ehrlich. So. Schattenwerfer weg mit dem. Und er steht immer noch. Und er heilt. Ja, super. Weltklasse. Schön, dass ihr euch gegenseitig heilt. Freut mich.
So, Femme Fatale, hau sie alle weg. Okay, das war der erste Teil. Fortschritt, yay! 5 Aktionen. Nee, ich kann mir keine Unachtsamkeit leisten, das ist wohl wahr. Hm? Nee, ist nicht alles. Das, davon lassen wir euch mal nicht reinlegen. Da wäre ich nämlich auch drauf reingefallen. Nee, 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 nee. Genau, jetzt ruft sie nämlich. Das war quasi nur die Vorbereitungsphase auf das, was jetzt kommt. So macht man's. Deswegen habe ich gesagt, die beiden sind richtig. 8 Aktionen. Na, dann hoffe ich mal, dass das nächste richtig war, was ich gemacht habe. Es ist tatsächlich eine Pandora-Büchse, okay? Und die ist nicht alleine. Die wird mit Sicherheit noch Unterstützung kriegen. Butler, du bist so ein Feigling, es ist unfassbar, echt. Zum Glück ist das keine Magie, sondern eine Fähigkeit. 143. Das ist ja gar nichts. Genau. Ja, super. Alles klar. Guckt euch das an. Sämtliche seltene Monster haben sich eingefunden. Aufziehdrache, Platinpuppe, Konkurskiste. Herzlichen Glückwunsch. You're wide open. Opa. This will make your blood run cold. Gut ausgewichen. Ja, da kann er nichts machen. Leider. Nochmal Spalter. Opa wird gleich mal heilen. Opa, du musst einmal Eric heilen. Ich hätte jetzt fast Hendrik gesagt. Nein, Eric. Eric, Hendrik, ihr seht beide so gleich aus. Nein, alles gut. Glück gehabt. Die Tante hat mir im Laufe des Let's Plays einmal das Leben zur Hölle gemacht. Einmal hat sie es geschafft. You ready for this? Reicht das? Das reicht, okay. Opa hat, glaube ich, nur Clear, was maximal... Ja, ich glaube, nur Clear geht auf alle, ne? Scheiße. Ich hoffe, sie ruft keine Verstärkung. Sie ruft keine Verstärkung, okay. Das heißt, wir haben noch eine eventuelle Chance. You're wide open. Gefährlich wird's, wenn die Tante Verstärkung ruft. Oh, das ist alle weg. 18 Aktionen, das heißt, wir haben noch 12 übrig für den letzten Kampf. Gegen was treten wir an? Oh Gott, nein. Und ich merke jetzt erst, dass die Kombi falsch ist. Ich hätte Jade mitnehmen müssen. Scheiße. Merke ich jetzt erst, ich hätte Jade mitnehmen müssen. Nein. Das habe ich nicht gemacht. Na, vielleicht klappt es auch mit ihm. Ich hoffe es. Und natürlich kommen auch da noch Unterstützungsleute dazu. Selbstverständlich. Sonst wäre es ja viel zu langweilig. Oh, ich hasse die Alte dafür, ehrlich. Ist wirklich so, ich hasse sie dafür. Dass sie uns sowas antun, ehrlich. Schweinerei. Mal sehen, ob das wirkt. Für einen hat's gereicht.
Überlegt man, das sollen wir schaffen mit 12 Aktionen. Das muss man sich mal reinziehen. Mit 12 Aktionen sollen wir das schaffen. Ich frage mich, wie. Ich habe keine Ahnung. Ja, der Phönix ist platt, schön, aber sie ruft gleich zwei neue. Das ist das Blöde. Let me kiss that boo-boo better. Und Rionaldo wird wahrscheinlich eh gleich draufgehen, wenn ich Pech hab. Ja. Alles klar. Nee, ich hätte Jade mitnehmen müssen. Und das habe ich nicht gemacht. Scheiße. Das können wir vergessen, Leute. Das wird nix. Das wird nichts. Ja. Überlegt mal, wir sind maximal Level. Möchte ich noch hinzufügen, ne? Oh Mann, ey. Unfassbar. Echt. Zwölf Aktionen. Wie sollen wir es mit 12 Aktionen bitte schaffen? Ich habe jetzt nicht einen mitgezählt, aber ich glaube, wir sind schon längst drüber. Und wie unnötig overpowered die beiden eigentlich sind. Ja, jetzt muss ja ein bisschen Schwierigkeit dabei sein. Hm, ist klar. Bisschen Schwierigkeit, natürlich. Deswegen haut man ja auch solche total übertrieben overpowered Gegner rein, die normalerweise längst mehr verumgehauen worden wären. Selbst den Quadra-Hieb widerstehen sie ohne weiteres. Es waren auch mehr als 12 Aktionen, da kann man mir ja sagen, was man will. Das dauert viel zu lange und es war viel zu viel. Und Verstärkung. Nee, doch nicht. Aber jetzt. Ja, natürlich. Und damit können wir rausgehen. Dankeschön, du blöde Sau. Nochmal, Entschuldigung. Nein, ich entschuldige mich nicht dafür, weil es ist die Wahrheit. Ehrlich, was soll sowas? Es muss so sein. Nee, es muss nicht so sein. Das kann man sich auch schenken. Ehrlich. Sowas regt mich auf. Wolkenwandel. Wie soll ich den dann ohne Jade Harper werden, sag mal? Wie soll ich das denn machen? Also wir müssen mit Jade dahin, ganz klar. So, Veronica und Serena auf jeden Fall, weil das hat super funktioniert. Hat man ja gesehen. Opa und Eric. Das heißt, hier müssen Rionaldo und Hendrik zusammen kämpfen. So einfach ist das. Und ich will das jetzt schaffen, verflucht nochmal. Das kann doch nicht angehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Scharfrichter. Ja, nee. Nee, 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 nee. Vor allen Dingen ist es jetzt ganz toll, dass er anfängt. Warum fängt er an? Ja, wie gesagt, jeder Kampf ist leider ein anderer. Das ist das Blöde. Du kannst ja nicht mal versuchen, irgendwie das zu... Nein. Und raus. Ich habe eine Aktion verschwendet. Können wir uns nicht leisten. Wir brauchen jede Aktion. Jede Aktion muss genauestens sitzen. Wenn das nicht der Fall ist, kann man schon rausgehen. Oh Mann, ey. Ich hasse diese Prüfungen. Echt. Mann. Rionaldo und Hendrik. Veronica und Serena. Opa und Eric. So. Ja, komm. Ja, mach. Weiß ich auch wieder, wie die Kombi war. Aber warum fängt Hendrik an? Das verstehe ich nicht. Wieso fängt er an? Ja, er verfehlt auch noch. Alles klar. Ja, genau. Die KI kann auch sehr gerne bescheißen. Ne, das kommt auch noch dazu. Stichwort ausweichen. Weil die hat ja alle Zeit der Welt. Wir nicht. Uns hängt die Zeit im Nacken, leider. Ich weiß jetzt nicht. Ah, machen wir einfach mal. Ich hoffe einfach mal, dass dann... Der steht immer noch. Der steht einfach immer noch. Das ist unfassbar. Der kriegt Scharfrichter ab und steht immer noch.
Danke. Und ich kann wieder rausgehen. Super. Weltklasse, ehrlich. Oh Mann, ey. Alter, wer hat diese Prüfung bloß konzipiert? Echt, der gehört übers Knie gelegt, ehrlich. Entschuldigung, wenn ich das mal so sagen muss, aber es ist wirklich so. Also, unglaublich. Wie sollst du das schaffen, ey? Ich nehme mal Opa mit. Wir brauchen jemanden anderes dafür, glaube ich. Nein. Die beiden Schwestern gehen da rein. Ronaldo und Eric. Machen wir es so. Und ich werde nichts davon, auch wirklich gar nichts rausschneiden. Außer vielleicht die Beleidigung jetzt gerade. Mit dem übers Knie. Ja, super. Mit dem übers Knie legen und so. Ja, klasse. Habt ihr fein gemacht. Wollt ihr jetzt einen Orden? Wo ist mein Orden? Komm, dann mach mal Perlentor. Ja, obwohl ich das Ding wahrscheinlich eh schon wieder vergessen kann, weil, ja, danke. Weil Hendrik steht unter Halluzination, das heißt, es wird wahrscheinlich sowieso nichts. Ja, danke. Und ich kann schon rausgehen. Ist so. Es muss alles perfekt sitzen. Du kannst dir nicht einen Fehler leisten, selbst wenn es ein Fehler durch die KI ist. Du darfst dir nichts leisten. Gar nichts. Absolute Perfektion wollen sie hier haben. Hervorragend, ehrlich. Ich frage mich echt, wer auf so eine Idee kam. Vor allen Dingen, was er dabei... Nein, ich sag's nicht. Ihr könnt es euch denken. Denkt es euch bitte einfach. Das ist unglaublich, echt. Ne? Klar, Herausforderung ist okay, aber man kann es auch übertreiben. Die anderen Prüfungen waren alle in Ordnung. Nein, bei der müssen sie es live hier übertreiben. Nochmal. Okay, die beiden leben immer noch. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Wieso war der jetzt auf einmal gefärbt? Hä? Verwirrend. Ja, er darf jetzt 10.000 Mal angreifen, ist klar. Am besten 10 Milliarden Mal angreifen, ne, ist klar. So, der fällt jetzt um, super. Dann müssen wir jetzt Perlentor machen. Die fallen dann nicht um und schon habe ich verloren. Doch, okay, habe ich jetzt Glück gehabt. Aber trotzdem viel zu viel Züge verbraucht. 6 Züge. Viel zu viel eigentlich. Für so schlappe Gegner. Irgendwas schwirrt hier in meinem Zimmer rum. Aggressionstraining. Das habe ich gerade so. Danke. Kriege ich dann auch eine Magieerhöhung? Ein Powerboost auf Magie? Sorry, ich werde... Oh, ihr glaubt nicht, wie frustrierend sowas ist. Aber zum Glück ist, die neue Disziplin, die neue Prüfung in der S-Version optional. Die ist wirklich komplett optional. Also die muss man nicht machen, glücklicherweise. Muss man die machen? Ich hätte die Krise gekriegt, echt. Weil die ist echt übel. Klar, das Loot ist natürlich geil, was man da bekommt, aber nee. Da laufe ich lieber zigfach durch die Gegend und kill jeden Gegner, der sowas hergibt. Als dafür, da diese Disziplin zu machen. Danke, nein. So, Eric, Spalter. Ja. Und was macht Ronaldo währenddessen? Mach mal den hier. Ja, du warst sehr unartig. Sehr gut. Mhm, genau. Ruf mal deine blöde Verstärkung. So, Eric. Dreifacher Volltreffer auf die Pandora-Büchse.
Ich weiß übrigens nicht, ob die Monster, wenn man die hier besiegt, ob die in die Statistik mit reinzählen. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil wahrscheinlich wird dann eventuell die Frage reinkommen, ja, hättest du mit den seltenen Monstern nicht hier warten können? Hätte ich vielleicht. Ich weiß aber nicht, ob die gezählt hätten. Das ist das Problem. Ja, entziehen noch Magiepunkte. Alles klar. Doppelgänger verschwinden. Doppeldänger, ja. Auch gut.